Ja, ein herzliches Hallo wünschen wir Frank Rothweiler, Abteilungsleiter der Bayer Giants Leverkusen und meine Wenigkeit. Wir haben uns heute hier getroffen im Konferenzraum der Bayer Giants bzw. des TSV Bayer 04 Leverkusen auf der Anlage, sind ganz unter uns. Das ist ein ganz komisches ja, Gespür hier, was man hat, ganz komisches Feeling. Wir sind mehr oder weniger alleine auf der Anlage, halten auch Abstand zueinander, weil es eben besondere Zeiten sind, in denen wir uns befinden. Und Frank, als Abteilungsleiter einer Sportmannschaft, einer Sportabteilung, ist das auch eine sehr herausfordernde Situation. Erklär doch mal bitte so ein bisschen, wie du das Ganze wahrnimmst in den letzten Wochen. Also ich habe das ja am eigenen Leibe zunächst mal in den USA, wo ich zurzeit arbeitsbedingt lebe, in der Hauptsache mitbekommen. Dort habe ich mit meinem obersten Strategiechef kurzerhand entschieden, die geplante Rückreise nach Deutschland, die erst 14 Tage später geplant war, über Nacht vorzuziehen. Wir sind quasi geflüchtet mit einem der letzten Flüge, die es noch linienmäßig gab, nach Düsseldorf von Atlanta. Und dann wurde mir erst bewusst, dass das Spiel, was ich in der Woche zuvor gegen Jena, damals noch per Livestream aus St. Louis erlebt habe, zunächst mal das letzte Spiel sein wird. Und mir fällt es besonders schwer, weil wir ja aus einer Saison herauskommen, aus der man nach dem sensationellen Aufstieg Pro B, Pro A in der Saison 18-19, mit der man ehrlicherweise nicht rechnen konnte. Was die Mannschaft und die Coaches in der Pro A erreicht haben, was wir im Jugendbereich mit unseren Jugendleistungsmannschaften erreicht haben, auch durch tolle Leistungen unserer Trainer und Spieler, das hätte ich mir vor der Saison nicht erträumen können. Und umso schmerzlicher ist dieser abrupte Abbruch. Du hast es angesprochen, 64-80 war, glaube ich, die Niederlage gegen Jena im letzten Heimspiel. Da hat jeder sich noch so ein bisschen verhalten, so nach dem Motto, okay, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und dann auf einmal kam dieser Cut, erstmal so eine Art Verlegung und dann wurde es eine längere Pause und dann wurde es eine ganze Pause und dann wurde es einfach das Ende der Saison, wenn man so möchte. Kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben? Du hast es ja gerade schon angedeutet, wie das gelaufen ist. Du wirst Meister der Pro B. Mehr oder weniger ungeschlagen, mehr oder weniger, kommst dann in die Pro A als Aufsteiger und spielst dann nicht nur irgendwie, sondern du spielst eine Rolle, bist unter anderem mal auf dem dritten, auf dem vierten Tabellenplatz. Am Ende sieht es danach aus, als könntest du die Playoffs, schaffen. Was hast du gespürt um die Mannschaft herum? Also, um das zusammenzufassen mit einem Wort oder zwei Worten, riesige Enttäuschung. Charakterisiert, glaube ich, das Stimmungsbild, was nach der endgültigen Absage der verbleibenden Saison bei uns herrschte. Ob man jetzt die Coaches nimmt, die beiden Head Coaches Hansi Gnad und Jacques Schneider, ob man die einzelnen Spieler nimmt. Ich habe noch leider zu kurzfristig von einem ja, sehr kurzerhand arrangierten Abschiedsessen erfahren. Da war ich terminlich leider verhindert, aber man hat die Mannschaft dann doch noch einen Tag bevor wir unsere Amerikaner dann möglichst schnell zu ihren Familien nach Hause schicken konnten, hat man die Mannschaft nochmal zusammengetrommelt und ein kleines Abschiedsessen gemacht. Und von diesem Treffen habe ich auch Feedbacks bekommen, dass es da wirklich eine sehr, sehr, sehr ernüchternde, sehr enttäuschende Stimmung vorherrschte unter Spielern und Trainern. Und ich glaube, so ging es uns allen um die Mannschaft herum. Und ich gehe auch so weit und sage, alle Sponsoren, die uns unterstützt haben, alle Helfer, die uns die Heimspiele ermöglichen durch ihren unermüdlichen Einsatz, sowie alle Fans vermissen natürlich seit Wochen die Jungs, ihre Giants in der heimischen Ostermann Arena. Und insbesondere, weil das, was du eben gesagt hast, genau so gespürt wurde, als Fünfter mit noch fünf ausstehenden Spielen, zugegebenermaßen auch durchaus noch schwierige Auswärtsspiele dabei, aber wir schickten uns tatsächlich an, als Aufsteiger die Playoffs zu schaffen. Und es ist jammerschade, dass wir den Fans nicht zeigen konnten, was da noch möglich gewesen wäre. Jetzt möchten wir nicht darüber spekulieren, was wäre möglich gewesen, wenn und so weiter, weil das Ding ist ja nun mal, die Saison ist beendet. Aus meiner Sicht auch die absolut richtige Entscheidung. Kannst du nachvollziehen, dass zum jetzigen Zeitpunkt darüber diskutiert wird bzw. gesprochen wird, dass manche Sportevents gecancelt sind, unter anderem Olympia, Paralympische Spiele?
Und auf der anderen Seite aber die Bundesliga im Fußball oder auch im Basketball versucht, die einen mit Geisterspielen, die anderen mit Geisterturnier, kann man wohl sagen, die Saison noch zu Ende zu bringen. Wie ordnest du das ein im Verhältnis auch zu Pro A? Ich meine, die Pro A hat ganz klar gesagt, wir machen einen Cut, die Saison ist vorbei. Und da wird darüber nachgedacht, das weiterzumachen. Wie sieht das ein Abteilungsleiter eines Zweitligisten? Ja, ich meine, als Basketball-Fan schlechthin, durchaus jemand, der in seiner Freizeit gerne sehr viele Bundesligaspiele hauptsächlich im Fernsehen verfolgt hat, also Erstligaspiele, und jetzt auch die Details kennen dessen, was man sich als Konzept ausgedacht hat, um das, diese Veranstaltungen, sei es in der BBL, aber auch in der Deutschen Fußball-Bundesliga, wirklich unter maximalen Sicherheitsvorkehrungen durchzuführen, um den deutschen Sportfans wenigstens zwei Sportarten, Spitzensportarten anzubieten, um ihre Freizeit etwas positiver zu gestalten. Uns fehlt doch allen irgendwie die Möglichkeit, den Fernseher spontan einzuschalten und ein Fußball-Bundesligaspiel oder auch jetzt in diesem Fall ein Basketballspiel zu sehen. Also ich ganz ehrlich muss sagen, dass ich mich sehr freuen würde, wenn man jetzt in den kommenden Tagen das grüne Licht sowohl für die Bundesliga im Fußball als auch für die BBL gibt. Dort uns nochmal, wenn auch in etwas veränderter Form als Geisterspiele, Geisterturniere durchzuführen, wenn uns diese Möglichkeit geboten wird, nochmal zwei Sportarten zu sehen. Mir tut es natürlich sehr leid für die Großveranstaltungen, Olympische Spiele, Paralympics. Wir haben ja hier im Verein eine tolle, sehr erfolgreiche, vielleicht sogar mit die erfolgreichste Abteilung der jüngsten Zeit mit den Paralympics, mit dem Frischi an der Spitze als Abteilungsleiter. Tut mir unheimlich für die Athleten, Athletinnen leid. Bloß da ist irgendwo ein Punkt, wo man sagen kann, diese Sportarten leben ja von der Begeisterung in einem großen Stadion, dass die Fans wirklich die einzelnen Athleten anfeuern, dass man da natürlich nicht dieselbe Kontrolle haben kann wie in einer Hallensportart oder wenn man beim Fußball von vornherein sagt, sie finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt sozusagen. Das zu unterscheiden, und finde ich dann auch wiederum richtig.